Unsere Politik frisst unseren Wohlstand. Das Leben in Deutschland wird zunehmend unbezahlbar. Und das ist genau das Problem, vor dem wir stehen. Was heißt Lebensstandard? Das ist ganz einfach. Deine Einnahmen aus aktiven und passiven Einkunftsquellen, wie zum Beispiel dein Gehalt oder Mieteinnahmen, definiert 1:1 deinen Lebensstandard. Im Prinzip ist der maximal erzielbare Lebensstandard derjenige, ist, wenn du zum Beispiel 3.000 Euro im Monat verdienst und du gibst genau diese 3.000 Euro aus, dann ist hier die Grenze deines Lebensstandards. Kurzfristig könntest du sogar über deine Einnahmesituation deinen Lebensstandard buxieren, indem du einen großen Kredit aufnimmst und dann in der Genusszeit dieses Kredites, wenn du ihn verkonsumierst, deinen Lebensstandard kurzfristig zu erhöhen. Entsprechend hat auch ein Arzt, der 8.000 Euro Einnahmen hat, einen theoretisch höheren Lebensstandard als zum Beispiel ein Mitarbeiter auf dem öffentlichen Dienst, der 3.000 oder 3.500 Euro als monatliches Einkommen bezieht. Jetzt haben wir in Deutschland folgendes Problem. Die Politik tut einfach alles, um, so sieht es jedenfalls aus, um die Kosten unseres Lebensstandards zu erhöhen. Was logischerweise zur Folge hat, dass der Lebensstandard in Deutschland für alle sinkt. Und das ist logisch, weil wenn du mehr Geld aufwenden musst für deine Miete, wenn du mehr Geld aufwenden musst für deine Nahrungsmittel, wenn du mehr Geld aufwenden musst für Strom, Gas und Benzin, wenn du mehr Geld aufwenden musst, um ins Restaurant zu gehen, dann kommst du halt mit dem Gehalt, was du hast, nicht mehr so weit. Das heißt, dein Lebensstandard sinkt. Und das ist exakt das, was aktuell passiert. Die Lebenshaltungskosten, unsere Lebensinfrastruktur wird immer teurer, aber die Gehälter und Einkommen ziehen logischerweise nicht mit, weil wir natürlich durch die C-Maßnahmen der Regierung unser Land massiv wirtschaftlich geschädigt haben. Und hierzu einige Artikel. Süddeutsche Zeitung sagt, kein Geld für Urlaub. Und hier siehst du einfach, dass immer weniger Menschen Geld haben in Deutschland, um sich einen guten Urlaub leisten zu können. Oder nächste Headline aus der Tagesschau, Corona macht Arme noch ärmer. Ja, ist logisch. 15,5 Millionen deutsche Haushalte haben Einkommensbußen hinnehmen müssen und können sich auch nicht dagegen wehren, denn wir wurden nicht gefragt. Viele Haushalten bleibt nach Mieteinzug weniger als Existenzminimum, was hier die Zeit dazu beizutragen hat. Und in allen Artikeln ist das gleiche Bild der Schuldigen. Es sind die Altparteien der letzten Jahre, die es einfach versäumt haben, ihre Hausaufgaben zu machen oder die im Prinzip den Fokus gesetzt haben auf das Thema Gesundheit als allerhöchstes Gut und haben Freiheit und wirtschaftliche Prosperität als nicht so wichtig erachtet. Und genau mit diesen Konsequenzen werden wir jetzt konfrontiert werden. Aber anstatt nun die Richtung zu wechseln, tut die Regierung wirklich alles, um weiter den Lebensstandard zu senken, indem die Regierung einfach alles versucht, unsere Lebenshaltungskosten zu erhöhen. So sieht es jedenfalls bei rein objektiver Betrachtung aus. Und hier ein paar Beispiele, die ich mir notiert habe. Erstens, die deutsche Medienlandschaft hat sich schon wieder eine Gehaltserhöhung verpasst. Die GEZ, also unser Rundfunkbeitrag, steigt schon wieder um 86 Cent pro Monat. Die Erhöhung tritt am 20. Juli 2021 in Kraft. Und das heißt im Prinzip, dass für alle von uns die GEZ-Gebühren sich um 5% erhöhen. Ich zum Beispiel habe seit 10 Jahren kein öffentliches, rechtliches Fernsehen mehr geschaut, ein Radio, ja, höre ich auch nicht, denn ja, warum soll ich mir sagen lassen, wann ich am Tag den Haubenfilm gucke? Außerdem macht für mich persönlich guter Journalismus aus, dass Journalisten etwas sagen, was eben nicht den Regierenden passt. Aber ich persönlich habe den Eindruck, dass man hier in der Journalistenlandschaft extrem zufrieden ist,
was die Regierung macht. Und es ist ja auch klar, man hat sich hier eben eine 5%ige Lohnerhöhung und Budgeterhöhung geholt. Dann wäre ich persönlich wahrscheinlich auch ziemlich zufrieden. Ja, CO2-Steuer wurde ebenfalls am 01.01.2021 im Prinzip eingeführt. Und damit wird natürlich das Wohnen für alle von uns teurer. Das heißt, wenn wir den Artikel lesen, Wohnen wird immer teurer, dann kann man das auch übersetzen mit, ja, die Regierung greift schon wieder zu. Und es ist natürlich auch so ein bisschen Hohn für die Kids von Friday for Future oder für die Greta, die auf die Straße gingen, sich für Umwelt einsetzen. Das Einzige, was am Ende rausgekommen ist, ist die CO2-Steuer, die nicht mal zweckgebunden in Umweltprojekte investiert wird, sondern wieder eine Abgabe, die der Staat sich einsackt und damit deine und meine Lebenshaltungskosten absenken. Klar, wenn der Staat jeden Monat da und dort einen Euro, da 5 oder 10 Euro einsammelt, dann bleibt eben weniger, was wir zur freien Verfügung haben. Was haben wir noch? Ja, eine Spielsteuer. Hier auch nochmal ein nettes Bild. Ab 01.07.2021 werden nun bei virtuellen Automatenspielen und Pokerrunden künftig Steuern fällig, und zwar von 5,3% auf den Einsatz. Also 5% scheint also der gewünschte Preis an allen Ecken und Enden zu sein. Das heißt, wenn ich nun als Deutscher am Pokertisch sitze, mit ganz vielen anderen Nationalitäten zusammen, muss ich jemals, und jetzt kommt das Krasseste, nicht auf meinem Gewinn, sondern auf meinem Spieleinsatz schon die 5,3% Steuern zahlen. Das heißt, ich bin als deutscher Pokerspieler echt in einer viel schlechteren Lage. Online gegen andere Pokerspieler zu gewinnen, ist ja schon schwer genug. Wenn ich aber jetzt immer noch auf jeden Einsatz, den ich bringe, die Regierung 5,3% abnimmt, und ich spiele ja mit Nettogeld und nicht mit Bruttogeld. Das habe ich, habe ja dieses Geld schon versteuert. Also erhöht sich hier nochmal die Steuerlast um 5,3%. Und das führt natürlich dazu, dass alle Pokerpros dieses Land einfach verlassen, denn es macht für sie einfach keinen Sinn mehr, in Deutschland zu leben. Und das ist genau der rote Faden, den man irgendwie gefühlt sieht. Ja, auch Trader können ja teilweise Verluste und Gewinne nicht mal miteinander saldieren in Deutschland. Also gehen sie eben dorthin, wo ihre Gewinne und Verluste nach wie vor saldierbar ist. Weil was soll das denn für einen Sinn machen? Trading heißt, ich habe Verlust, Gewinn, Verlust, Gewinn, und unterm Strich passt's. Wenn ich aber die Verluste quasi persönlich alleine tragen muss, die Gewinne muss ich mir aber mit dem Finanzamt teilen, dann bleibt am Ende nichts mehr Positives über. Ich meine, das ist ja eine einfache Milchmännchenrechnung. Was machen die Trader? Die hören natürlich nie auf damit, sondern gehen einfach in anderen Ländern, wo das besser ist. Das ist ja auch so ein Ding, diese Steuerliste, eine Liste, wo die Staaten, die am wenigsten von ihren Bürgern nimmt, man nennt das ja auch Steueroasen aus deutscher Sicht, die stehen ganz oben, das sind die Bösen. Und die, die am meisten Steuern scheinbar von ihren Bürgern nehmen, das sollen die Besten sein, die stehen ganz unten. Das finde ich totaler Quatsch. An sich müsste man die Länder feiern, die minimales Geld von ihren Bürgern nehmen, die versuchen, effizient zu sein, die versuchen, sich andere Wirtschaftsquellen zu erschließen, sodass der Bürger im Prinzip in Ruhe und freiheitlich leben kann. Das müsste das Ziel sein. Aber nicht die deutsche Politik, die geben Gas. Was haben wir hier noch, was ich Schönes aufgeschrieben habe? Ach ja, das ist auch noch ein ganz netter Punkt. Ist auch ziemlich seltsam, dass gerade jetzt in der Corona-Zeit sich die Politiker eine schöne Diätenerhöhung von 4,5% verpasst haben. Erinnert mich irgendwie auch so ein bisschen an die Medienlandschaft. Gut, die haben fast mit 5% zugeschlagen, die Politiker nochmal 4,5%. Das heißt, wir, die alle weniger zur Verfügung haben, müssen den Gürtel enger schnallen, aber die ganzen Politiker bekommen 5% oder 4,5% mehr. Hier das Bild dazu. Also man muss echt ehrlich sein. Das darf sich für den einen oder anderen von uns schon mal etwas befremdlich anfühlen. Und ja, ich weiß, dass die klassischen Medien das irgendwie, ja, ihre eigenen Erhöhungen von 5% und natürlich dann auch vielleicht bei den Diätenerhöhungen nicht so laut da protestieren. Aber eigentlich, was ich mir wünschen würde, dass jeden Tag in der Zeitung steht, wow, wir müssen den Gürtel enger schnallen, die erweitern sich das Gürtelvolumen, das kann ja wohl nicht sein. Und hier bei denen, die mehr wollen, einfach um Solidarität bitten, denn dann wäre so eine Diätenerhöhung definitiv nicht sehr einfach durchzusetzen. Und ich verstehe es auch nicht, warum die Medienlandschaft jetzt wieder 5% Erhöhung kriegt.
Wozu das Ganze? Keiner von uns kriegt eine Erhöhung. 1% oder 2, auch das ist im Moment einfach nicht okay. Nee, wenn man sich die Durchschnittsgehälter anguckt, derjenigen, die für den öffentlich-rechtlichen Sektor arbeiten und deren Gehälter, dann ist ganz klar, wo hier das Problem liegt. Auch hier ist einfach an der Tagesordnung, das wünsche ich mir, dass man hier den Gürtel mal enger schnallt und nicht einfach nur an sich denkt, denn das ist nicht der richtige Weg, das muss ich ganz einfach sagen. Ja, wie geht's denn weiter? Inflation, hier der nächste Artikel, BOM, schlechte Nachricht für Verbraucher, die Inflationsrate springt im Juli auf 3,8% und damit auf den höchsten Stand, jetzt hört euch das an, seit fast 30 Jahren. Also jetzt höchster Inflationsstand seit fast 30 Jahren. Experten erwarten bis Jahresende gar 5% Inflation. Gewerkschaften erfordern natürlich jetzt Lohnerhöhungen. Das wird natürlich die Inflation noch weiter im Prinzip ankurbeln. Das kommt natürlich hier zu einer Spirale. Aber es ist ja auch klar, wenn die Regierung Geld druckt, wie verrückt, die Geldmenge erhöht, das muss ja irgendwann mal ankommen und jetzt geht's los. Und das führt dazu, dass im Prinzip dein Gehalt und dein Vermögen zusehend vernichtet wird. Ich biete dir ein Beispiel. Wenn du 1000 Euro verdienst und hast einen Kaufkraftverlust von 5%, dann sind das im Prinzip 50 Euro, die du auf deine 1000 Euro verlierst. Oder anderes Beispiel, du hast ein Durchschnittsgehalt von 3000 im Monat, mal 12 sind 36.000. Das Gehalt, das dann um 5% wird, ist quasi eine Kaufkraft reduziert. Das heißt, du verlierst 1800 Euro an Netto-Kaufkraft pro Jahr wegen dieser Inflation. Und jetzt sagen wir mal, du bist ein ganz Toller, hast dich zurückgehalten, warst minimalistisch, ein Frugalist, hast gespart wie ein Weltmeister und hast 150.000 Euro gespart, dann bedeuten für dich diese 5% pro Jahr, die dir abweggenommen werden, im Prinzip nochmal einen Verlust von 7.500 Euro Nettogeld. Das heißt, wenn du 150 gespart hast und kriegst 3 brutto, in Summe verlierst du 10.000 Euro netto pro Jahr. Jetzt möchte ich mir gar nicht vorstellen, wenn die Regierung noch mit der Vermögensteuer ankommt, dann werden wir quasi alle so weit geschröpft, dass Vermögensaufbau in diesem Land kaum noch möglich ist, was bei diesen Inflationsraten sowieso immer schwerer wird und auch, wenn ständig du versuchst, deine Kosten runterzudrücken, du versuchst zu sparen, aber die Regierung scheint alles zu tun, um diese Kosten permanent nach oben zu schieben. Danach geht es ja noch weiter. Wir haben ja noch Negativzinsen auf unseren Girokonten, steigende Kontoführungsgebühren, Kosten für Corona-Masken und Tests, Kosten für Misswirtschaft in der Energiepolitik, Strom, Gas, Öl, die kalte Progression bei Einkommen und die ständige Schlechtleistung der Dienstleistungen der Regierung bei steigenden Bürokratiekosten. Also meine Lebenspartnerin hatte vor kurzem angefragt, wie ein Reisepass, den kann sie im Oktober abholen. Das muss man sich mal vorstellen und dafür muss sie auch noch 80, 90 Euro bezahlen. Hallo? Wir haben doch schon die höchsten Steuern und Abgaben der Welt. Warum muss ich denn jetzt auch noch bitte für meinen Reisepass schon wieder bezahlen? Alles Dinge, die man mit ins Kalkül werfen muss, um die Gesamtlage zu betrachten. Es dauert langsamer, es wird schlechter und das ist nicht gut. Und ja, welche Statistik richtig schockt, das zeige ich euch mal Folgendes. Die C-Kosten der C-Politik. Die Wiedervereinigung, habe ich bei Wikipedia gefunden, hat gekostet 1,3 bis 2 Millionen Euro. Die Gesamtkosten der Corona-Politik, so Schätzung der Bundesbank, liegt aktuell bei 1,9 Millionen Euro und man mit das ganz das gleiche Volumen, vielleicht sogar mehr als die deutsche Wiedervereinigung, hier nochmal den Bildausschnitt von der FAZ dazu. Der Unterschied dazu ist nur, das eine war eine Investition und das andere ist im Prinzip alimentiertes Geld, das ist verpufft und ist am Ende nicht mehr da. Und diese Schuldenlast muss einfach dann heftig getragen werden. Das ist so. Und so ist ja Corona auch gewesen, dass im Prinzip ein Jahr lang oder eineinhalb Jahre lang ein Riesenstock an Menschen und Betriebe alimentiert werden musste von der Regierung. Und diese Kosten sind eben einfach dann angefallen. Und das Geld ist dann auch irgendwie einfach weg. Ja, man kann sagen, wir haben dafür die Betriebe und die Arbeitsplätze gerettet oder einen Teil davon. Aber am Ende wissen wir sowieso,
sowieso noch gar nicht, was diese ganzen Maßnahmen, waren sie positiv oder waren sie negativ. Man kann nun ganz klar sagen, was definitiv negativ ist, und da kommt auch keiner rum, das ist das Gesetz der Wirtschaft. Wir haben jetzt halt dann mal 2 Billionen oder die ganzen Folgekosten sind ja noch nicht einberechnet, vielleicht 4 Billionen Kosten gehabt. Und damit verfrühstücken wir natürlich den Spielraum und die Möglichkeiten zukünftiger Generationen. Das ist das Gleiche, wenn du zu Hause jetzt 200.000 Euro Konsumentenkredit aufnimmst und musst jeden Monat 1.400 Euro, um ein Beispiel zu nennen, zusätzlich an Kosten zahlen. Ja, dann ist dein Spielraum auch ein anderer als ohne diesen Kredit. Und genau das passiert jetzt. Ja, was habe ich hier noch auf meiner Liste? Ganz klar, die Regierung hat sich entschieden, alles zu tun für unsere Gesundheit. Und das sehen wir. Und das geht natürlich auch zu Lasten der wirtschaftlichen Freiheit und der Wirtschaftlichkeit dieses Landes. Das ist auch ganz klar. Was ich aber selber auch so ein bisschen in der Politik die ganze Zeit vermisst habe, dass man einfach auch sagt, dass alles im Leben einen Preis hat. Denn wenn man bei jeder Maßnahme auch vielleicht beziffert hätte, was denn das eigentlich bedeutet, was das für unsere Zukunft bedeutet, hätte man vielleicht auch ein wenig differenzierter mit der ganzen Sache umgehen können. Ja, ich verstehe, die Regierung hat die Gesundheit als höchstes Gut erkoren. Gut ist legitim, aber die Folgekosten müssen noch handelbar sein und ich bin gespannt, was das noch mit unserem Land machen wird. Wir haben natürlich nicht nur wirtschaftlich kurzfristig C-Zeit verloren, sondern wir haben natürlich auch unheimlich Land an andere Länder verloren. Denn es gab ja auch Länder, die sind mit Corona anders umgegangen, Und nehmen wir mal zum Beispiel China. China konnte als einziges G20-Land das Corona-Krisenjahr 2020 mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes um 2,3% abschließen. Tatsächlich ging das Land bisher gestärkt aus der C-Krise hervor und konnte seine globale Rolle weiter ausbauen. Ja, mit unserer Politik hier sind wir also ergo die Verlierer. Denn den Platz, den unsere Unternehmen freigemacht haben, weil sie nicht produzieren konnten, weil sie keine wirtschaftliche Stabilität hatten, weil im Prinzip alle im Homeoffice waren, haben wir an dieser Stelle einfach halt auch an andere Länder verloren, die halt Gas gegeben haben. Entsprechend wissen wir auch alle, dass es noch schlimmer kommen wird. Auch gedenken die Parteien nicht daran zu sparen oder jetzt vielleicht mal Personal abzubauen oder den Gürtel enger zu schnallen. Nee, genau das Gegenteil findet statt. Und jeder von uns weiß auch, wenn es zu Hause bei uns enger wird, ja, dann fangen wir an zu sparen, uns zu verkleinern. Aber ich habe in keinem Parteiprogramm irgendwo etwas davon gefunden, dass eine Partei sagt, wir cutten jetzt mal die Hälfte unserer Bundestagsabgeordneten. Wir schmeißen Politiker raus. Wir reduzieren den unproduktiven Sektor zum Wohle des Volkes, zum Wohle der wirtschaftlichen Priorität, um weniger Steuern jetzt nehmen zu müssen, um diese Schuldenlast gerecht zu verteilen. Wir reduzieren jetzt vielleicht mal die Beamtenpension. Wir fangen jetzt mal an, die Leute, die wir eigentlich schützen wollten, nämlich die Älteren, zu schauen, okay, wie kann man die mit in den Solidarpakt nehmen? Welchen Beitrag können sie leisten? Natürlich nicht die Menschen, die 1.000 Euro Rente bekommen. Nee, aber es gibt auch Menschen, die 3.000 Euro Rente bekommen, die hohe Betriebsrenten kriegen. Und die wurden ja auch geschützt. Warum nicht mal darüber reden? Das wären meiner Meinung nach gute Punkte. Jetzt meine Frage an dich. Was tust du, um nicht auch mit abzustürzen, um nicht auch Lebensstandard zu verlieren? Was tust du, um dich gegen diesen Trend zu stemmen? Natürlich interessieren mich auch eure Kommentare zu diesem Thema, denn augenscheinlich wird unser Lebensstandard im Moment abgesenkt und andere Länder scheinen natürlich den Teil des Wohlstandes aufzunehmen, die andere Politiken und Fokus gelegt haben auf dieser Welt. Aktuell sehe ich persönlich nur wenige Auswege. Du kannst in Vermögenswerte wie Gold, Immobilien oder Aktien investieren, du kannst deine Kostenstruktur reduzieren, du fängst an, in dich zu investieren und fängst an, deinen Tellerrand auszutreten oder auch mal schauen, ob nicht andere Staaten vielleicht bessere Dienstleistungspakete und günstigerem Angebot haben. Und du betreibst Diversifikation auf allen Ebenen, so wie wir das ja auch machen mit unseren Nordzypern-Reisen. Wenn du denkst, dass Aktien oder Immobilien aktuell schon sehr teuer sind, dann hast du natürlich recht. Die sind aktuell sehr teuer, aber warum sind sie teuer? Klar, es gibt das viele billige Geld und
Die meisten wissen gar nicht, was sie mit diesem Geld anfangen sollen. Das Schlechteste ist sicherlich, das Geld auf ein Girokonto zu belassen oder in irgendetwas zu investieren in Währung, in Euro, sondern die Gewinner dieser Inflationsszenarien sind in der Regel immer die Menschen, die, obwohl die Preise vielleicht schon hoch sind, versucht haben, die aktuelle Kaufkraft zu bewahren, indem sie sich für Immobilien und Aktien entschieden haben. Aber noch nie war es wichtiger als heute, bevor man investiert, sich mit Immobilien und Aktien und andere Anlageklassen detailliert auseinanderzusetzen, um nicht das Falsche zu tun, um sich nicht sogenannte Schrottaktien oder Schrottimmobilien zu kaufen, sondern auch heute oder heute ist es so wichtig oder wichtiger denn je, auch gerade weil die Preise hoch sind und weil der Markt umkämpft ist, sich gut zu informieren, sich gut zu qualifizieren und zu lernen, in die richtigen Assetklassen auf die richtige Art und Weise oder in einer besonderen Art und Weise zu investieren. Und wenn du noch Hilfe brauchst und sagst, du willst den kurzen Weg nehmen und lernen, wie man in Immobilien investiert, kannst du dir auch gerne unten nochmal kurz den Link anschauen zum Thema Immobilienmentoring. Ich würde mich natürlich freuen, dich auch persönlich kennenzulernen oder auch, wenn du mitkommst auf unsere Community-Reise nach Nordzypern im Oktober. Die letzte war ja sehr erfolgreich. Im Link kannst du dir auch nochmal die Bilder anschauen, was wir da alles so Schönes fabriziert haben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich persönlich mal kennenzulernen und über dieses Thema zu philosophieren, was du jetzt machst oder wartest du einfach nur ab, was da kommt, um dein Leben zu verbessern, um sicherzugehen, dass du und deine Familie morgen immer noch einen guten Lebensstandard haben. Liebe Grüße aus Nürnberg, dein Flo.